So, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Wir hatten uns das letzte Mal in der Nähe der Tanke ausgelockt. Und ja, dann kam der Restart. Dann werden wir heute jetzt einfach mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas finden. Das Quad hatte gestern ja noch einen Reifen. Ich weiß nicht, ob es immer noch einen hat, aber wahrscheinlich schon. Aber wahrscheinlich kriegen wir den nicht ab, weil wegen ist nicht. Nein, wegen, wir haben keinen Wagenheber dabei. Und das Quad jetzt auch nochmal zu claimen, habe ich eigentlich auch gar keine Lust drauf. Vor allen Dingen haben wir auch gar keinen Loss dabei. Das okay, ich sollte vielleicht jetzt immer erwähnen, dass wir kein Schloss dabei haben und dann ist schon ein Schloss da. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Langsam wird das unheimlich. Nein, aber was ich ja eigentlich suche, ist einen großen Rucksack. Aber den kriegen wir ja gefühlt hier nicht. So, wir könnten jetzt natürlich mal hier reingucken. Aber hier ist auch kein großer Rucksack. Hier ist so. Hier ist leider auch kein großer Rucksack. Okay. Ja, so langsam weiß ich nicht mehr, wo wir die herkriegen. Aber wenn wir jetzt mit jedem einzelnen Reifen einzeln runterlaufen müssen, das wird echt arschig. Was? Das wird jetzt auf jeden Fall total blöd und eklig, wenn wir jetzt irgendwie keinen Rucksack haben. Ja, wir könnten das ganze Scheißzeug da rausschmeißen, aber dann hätten wir trotzdem nur zwei Reifen. Wir haben auch keinen Wagenheber dabei. Das wird gruselig, das merke ich jetzt schon. So, wir gucken jetzt mal hier. Wir haben auf jeden Fall noch ein Schloss. Und langsam aber sicher läuft's. Sind Zombies? Nein, ein Zombie. Den lasse ich jetzt auch erstmal links liegen, wenn ich ehrlich bin. Wir gucken jetzt. Ja, Autobatterie brauchen wir, großen Rucksack brauchen wir. Cool, da steht's nächste Quad. Aber ach du heiliger Kack, ey, das ist doch. Ja. Was brauchen wir jetzt definitiv gar nicht? Ich würde das mal rausschmeißen wollen. Das Wasser da hoch. Das Ding, keine Ahnung wohin, das nehmen wir mit. Ja, das passt nicht, super. Kriegen wir das Messer da unten rein, ja. Das in die Hose, das in die Hose. Denn das nehmen wir mit. Ey. Das würde ich sogar jetzt trinken wollen. Dann schmeißen wir die Dose einfach weg. Da ist das nächste Quad, wie gesagt. Das hat hundertprozentig, würde ich jetzt behaupten, auch ein Rad, so wie es steht. Dann hätten wir schon zwei Räder. Das Problem ist nur, es ist ewig weit weg. Das hat sogar zwei Räder. Och Mann, ey. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wir hauen jetzt hier das Schloss rein. Warte. Eisernes Schloss, silbernes Schloss. Ich glaube, Silber ist besser wie Eisen gewesen. So, wir hauen jetzt hier das Schloss rein. Kloppen jetzt hier unser Zeug wieder rein. Würde ich sagen, ja. Machen wir nachher zu dem anderen Quad und packen einfach alles da raus hier rein. Alles andere ist ja leer.
So, was heißt leer, ne? Das ist. Das kann hier rüber. Also wir haben da nur Zeug drin gebunkert. Würde tatsächlich das dann jetzt da reinschmeißen. Dann hier ein Rad rein. Das andere Rad in die Hand. Dann hätten wir vier. Wir bräuchten jetzt nur noch einen blöden Wagenheber. Wenn wir den jetzt noch finden würden oder haben, kriegen wir voll, nö, ne? Dann hätten wir da schon mal das Trott fertig. Könnten an die Tanke fahren, könnten aber, glaube ich, nicht tanken, weil wegen kein Geld oder zu wenig Geld. Ach, das ist doch auch wieder. Warte mal, wir könnten. Wir haben da noch 112 Scam-Dollar. Da hinten ist doch eine Tanke. Ach, Quatsch, Tanke. Oh Gott. Nein. So. Da hinten ist ein Geldautomat, das wollte ich eigentlich sagen. So. Na toll, der ging vorbei. Der ging auch vorbei. Scheiße. So. Die hatten wir eben schon gut. Dann 2, 4. So, und jetzt die gucken, wo wir vorbeigeschossen haben. Da ist einer. Und da ist noch einer. Okay. Müssten wir jetzt 12 wieder haben. Naja. Hervorragend. So, hier ist nichts drin. Hier nochmal gucken. So, wo ist das ATM? Da. Was ist das? Tee will ich nicht. Ja, ich will jetzt hier auch kein Essen oder sonst was rauswursteln. Ich hätte eigentlich ganz gerne einen großen Rucksack. Bolzen, ja komm, nehmen wir auch mal mit. Hier werden wir kurz einzahlen. 111 absenden, ja. Sehr schön. Nein, was? Was? Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Kontoinformation. Transaktionslimit am Geldautomaten. 2000, ah, wir haben 187 drauf. Okay. Also für 187 könnten wir auf jeden Fall gleich tanken. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Schrotze jetzt mache, verdammte Hacke. Mein Baseballschläger kriege ich, weißt du was, ich nehme Baseballschläger und Schrotze mit. Den Rest lass mal im Quad. Dann laufen wir nämlich jetzt gleich, wie gesagt, erstmal. Schmeißen erstmal so. Dann haben wir nämlich das hier soweit fertig. Wir laufen jetzt einfach bis dahin, bis dahin. Na, hier wird jetzt alles durchsucht. Nee, ne, oder? So, hatten wir, glaube ich. Dann hoffen wir jetzt gleich, dass wir nur zwei Reifen finden. Fahren dann erst tanken, fahren dann zu dem anderen Quad, holen da das Schloss wieder raus. Fahren dann zum. Rager und laden dahin alles um und gucken, dass wir dann irgendwie Rager-Reifen finden. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Und da ich die Autos und so ja nicht wochenlang jetzt blockiere. Weil wir könnten den anderen. Ich glaube, wir lassen sogar das andere Quad auch mal abgeschlossen. Wenn wir das hier fertig haben, fahren wir nochmal zum Schrottplatz und holen dann gleich nochmal 2 Reifen. Ne, 4 Reifen brauchen wir dann. Fahren dann erst zum Rager, laden dann alles um. Fahren dann zu dem Quad. Sehr schön.
Ja, das können wir auch nochmal. Ah, scheiße, obwohl das können wir jetzt vielleicht nochmal ins Squad packen. Ach, kacke, ey, das ist doch. Damit wir das Quad wenigstens verkaufen können, würde ich sagen. Eins von beiden. Irgendwie müssen wir mal gucken. Eins von beiden würde ich definitiv verkaufen wollen. So, jetzt ist natürlich eben die Abstimmung. Weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. War blöd. Es wurde wohl abgestimmt, ob Tag oder Nacht. Hallo? Es bleibt jetzt wohl Nacht, wenn ich das so richtig mitkriege. Was natürlich nicht so toll ist. Aber gut, dann ist das jetzt so. Da sind zwei Zombies. Wir haben jetzt einfach mal querfeld einen hier ab. Erstmal Richtung Schrottplatz gucken. Das war jetzt. Gut, wir brauchen auf jeden Fall einen Wagenheber und zwei Reifen. Das ist jetzt das Wichtigste. Ich hoffe, der Schrottplatz hat sowas. Wäre nämlich sonst ein bisschen blöd. Wenn wir am Schrottplatz keinen Wagenheber finden. Und das ist jetzt Nachtwucht, finde ich auch ein bisschen blöd, weil wegen. Wir haben keine Nachtsicht. Dann haben wir jetzt mal wieder eine Nachtaufnahme. Das ist auch ein bisschen doof. Aber ja, gut, dann ist das jetzt so. Können wir auch nichts dran machen. Ich ärgere es halt immer noch, dass wir nur diesen blöden. Warte mal, wenn wir das Ding da so, ja, dann. Aha. So. The Dreamy ist da. Ist voll fies hier. Ich bin echt am überlegen, ob ich Dreamy jetzt mal so fragen soll, ob die nicht hell machen kann. Aber ganz ehrlich, nee, ich fände das ja, ein bisschen unfair. Ganz ehrlich, das Spiel ist jetzt so, dass man halt Tag- und Nachtzyklus hat und die Nacht gehört nun mal dazu. Vielleicht kriegen wir jetzt auch aufs Maul und sterben. Da müssen wir halt wieder von vorne anfangen. Ne? Mich würde aber mal kurz interessieren. Ich habe 36 Rundpunkte. Ich bin auf Rang 11. Okay. So, wie gesagt, eigentlich fehlen uns jetzt nur zwei Quadreifen und einmal ein Wagenheber. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir einen Quad verkauft kriegen. Das heißt, wenn wir, ich würde sagen, am Friedhof waren, nein, wenn wir in der Tanke waren und dann das Quad getankt haben, müssten wir hier nochmal hin zurück. Gucken, dass wir nochmal vier Quadreifen kriegen für das Quad oder drei halt, das eine steht ja in der Tanke. Obwohl, wir könnten zwei Quads verkaufen. Wir können das an der Tanke verkaufen. Obwohl, nee, das habe ich gar nicht gesaved, ne? Das habe ich gar nicht gesaved, glaube ich. Aber das könnten wir dann safen. Nee, ist auch blöd. Ah, irgendwie müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen verkaufen, dass wir wieder ein bisschen Kohle haben. Natürlich, wo ist denn jetzt der blöde Zombie? Ich hab's doch gerade mal gehört. So, dann laufen wir jetzt erstmal noch langsamer.
Wenn der Zombie nicht auf uns aufmerksam wird, dann können wir jetzt wieder ein bisschen schneller laufen. Und dass wir jetzt da zwei Reifen finden. Und wir müssen gucken, dass wir dann noch einen Wagenheber finden. Also Wagenheber, zwei Reifen. Das ist das, was wir jetzt am ehesten brauchen erstmal. Ich hoffe, da sind nicht gleich Horden wieder von ein bisschen im Tor stehen. So, sehr schön. So wie es aussieht, steht hier gerade gar kein Zombie. Na toll, ich habe hier einen Rager-Reifen. Ich glaube, der hier ist fürs Quad. 31% nur, das ist noch ein Rager-Reifen. Ach, das ist doch nicht mehr schön. Wir hätten jetzt gleich die Rager-Reifen zusammen, so das wäre dann jetzt schon mal Nummer 4. Das Problem ist nur, wir kriegen die nicht dahin, wo ich sie hinhaben möchte. Ich brauche noch einen Quad-Reifen. Ansonsten bauen wir gleich wirklich den Nummer Tanker. Bringt ja alles nichts. Dann Rager. Doch, guck mal, da ist da noch einer. Sehr schön. Den nehmen wir jetzt in die Hände. Dann müssen wir jetzt nur... Ganz ehrlich, wir schmeißen den 31er raus, nehmen den 75er mit. Und die könnten wir auch mal mitnehmen, weil dann könnten wir eventuell gleich Schwert mitbauen. Muss ich nur gucken, dass wir gleich irgendwo Salz finden. Alter. Nicht euer fucking Ernst, lasst mich doch mal in Ruhe hier durchsuchen, ey. Ich brauche einen Wagenheber. Oh Mann. So, jetzt sehe ich es gleich kommen. Wir haben 4 Reifen, aber keinen Wagenheber. Ja, da kommt schon wieder irgendein Zombie. Oh, was war das denn, ey? Das war jetzt aber wohl wieder mal voll für ein Poppes. Klopst zweimal auf den Zombie drauf und triffst nicht einmal. Das ist voll gut. Oh Gott, ey, hier ist ja so vieles drin. Das nehmen wir mal mit. Ich brauch doch nur einen blöden Wagenheber. Zusammenbauen sehe ich gerade. Und was haben wir hier? Ein Leica, ne? Nee, der hat doch Leica bei Fahrersitz. Okay. Wir schmeißen erstmal alles raus hier. Ja, ich sehe es schon, komm, wir finden keinen Wagenheber. Nein, 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 nein. Alter, mach doch nicht sowas hier. So. Ja, das ist auch clever. Nein, nicht ausziehen, das darüber, das dahin. Das da hoch. So.
Nein, och man. Wie ich das hasse, dass man dann da wieder runterrutscht. Auf ein neues. Wir gehen jetzt hier wieder hoch. So. Dann gehen wir hier. Hallo. Hoch, habe ich gesagt. Da hoch. So. Sehr schön. Wir haben alles Mögliche. Nur keinen Wagenheber. Lass mich in Ruhe, geh weg. Hier ist Wristbars, Zivilfront, irgendwas mit der Front. Hier ist Volkswagen Stoßstange. Das ist Wrist Armory Militär, okay. So, ist zwar schön, dass wir es hier haben, aber wir können es gerade nicht, ups, gebrauchen. Das Ding hier. Oh Leute, ich brauche doch nur einen vernünftigen Wagenheber, Mensch. Einmal einen Wagenheber, bitte. Kann es echt nie sein. So. Ja, super, hier haben wir wieder einen Reifen. Zweiten Reifen. Hm. Aber kein Wagenheber. Du willst mich verarschen, Game, oder? Das ist doch nicht wahr. Warte mal, wir könnten hier noch mal rangehen. Ich glaube, die hatten die Seite hatten wir noch nicht. Das läuft. Kein Wagenheber. Also viel Pech hatte ich noch nie. Also das mit dem Wagenheber, ne? Ansonsten kann ich hier eh nicht von Pech reden. Bis jetzt hatten wir echt nur Glück. Wie gesagt, wir haben kein Schloss, als wir was gefunden haben. Schon war ein Schloss da. Also da können wir echt nicht meckern. Einzige, wo ich jetzt gerade wirklich meckern kann, ist das blöde Scheißwagenheber. Oh Mann. Aber wir haben schon wieder ein Schloss. Das ist doch mal hervorragend. Also wie gesagt, wenn ihr Schlösser braucht, definitiv Platz. Da habe ich bis jetzt wirklich immer Glück gehabt. Und im Prinzip habe ich hier auch immer die meisten Schlösser rausgeholt. So. Das haben wir dann da. Ich weiß gar nicht, wo ist denn? Hm. Oh, nein, nicht schon wieder. Ja, noch steht er da unten, das ist sehr schön. Aber leider auch schon wieder. Also wir haben hier viel drin, kein Wagen mehr. Geht ich jetzt schon wieder im Blutdruck. So. Ne, ist auch kein Wagenheber. So, dann, ja. Was ist denn, ne? Wo kriegen wir jetzt noch einen Wagenheber her? Wir könnten es jetzt noch mal hinten in der Lagerhalle da probieren. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ich hab gedacht, der hängt jetzt da fest. So, in die Hände nehmen. Dann gucken wir hier jetzt. Weiter geht's. Wir gucken hinten eine Halle nach dem Wagenheber. Bringt ja alles nichts. Das ist ein bisschen Geld haben wir hier zumindest nochmal. Wir verlieren Blut. Ist auch blöde. HP, okay. So.
hier gucken. Hier stand ja auch so ab und an mal ein Auto in der Walachei. Ne, hier ist nichts. Ich glaube auch nicht, dass in den Baracken da irgendwas ist am Wagen hier, aber deshalb lasse ich die jetzt auch mal links liegen. Vielleicht haben wir hier unten auf jeden Fall in dem Lagerräumen-Gedöns oder Glück. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal unten rein. Wir brauchen, wie gesagt, noch einen Wagenheber. Wagenheber ist jetzt das Wichtigste. Stoßstange brauchen wir nicht. Komm, ein Königreich für einen Wagenheber. Ja. Die würde ich ja schon ganz gern mitnehmen, die 69er Kiste. Ich wüsste nur nicht wo. Lassen wir sie leider stehen. Ich wollte nicht das Ding mitnehmen hier. Mein Gott, schmeiß es weg. So, in die Hand. Das Ding? Nein. Krieg hier echt gleich Nerven, ne? Das ist echt nicht wahr. Kaffee nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So. Kein Wagen hier, aber echt nicht. Blöde Maske hier, was will ich damit? Kepi, nein. Dies, nein. Dies, nein. Okay. Was soll ich sagen? Wir haben keinen Wagenheber. Wir gehen oben nochmal gucken. Ansonsten da hinten gleich nochmal gucken. Und wenn nicht, haben wir ein großes Problem. Dann haben wir jetzt zwar vier Reifen, aber kein Wagenheber. Ist doch auch lustig. Oh Mann, ey, ich weine gleich. So, das nein. Gut, jetzt bleiben uns nur noch hier die Kisten. Ansonsten müssen wir gleich wirklich unten gucken gehen. Wo ich aber auch eher schwarz sehe. Ich sage, und hätte ich letztens mal auf hier meine Zuschauer gehört. Irgendjemand hatte mir doch letztens geschrieben, ich sollte mein Geld in Gold umwandeln, das würde bleiben. Das ist natürlich wieder, ja, dumm gewesen von mir. Aber ich habe gedacht, das nächste Update, groß was kommt mit Vibe, ist halt 1.0 und da wäre es eh egal gewesen, weil da wird alles gelöscht. Nach meinen Informationen. Da hätte das auch nichts gebracht. Aber ich war ja doch halbwegs clever. Ich habe ein bisschen von meiner großen Kohle auf dem Discord gespeichert. Also Dreamy hat ja hier mit dem Bot und sowas eine Bank, die auf Discord funktioniert. Das heißt, ich hatte einiges von meinem
Geld auf die Discord-Bank gebucht. Das heißt, die könnten wir bei Gelegenheit sogar wieder zurückbuchen, die Kohle. Oder zumindest einen Teil davon. Weil alles werde ich wahrscheinlich eh nicht brauchen. Eigentlich brauche ich eh nie irgendwie neues Geld. Das ist immer so. Oder das Geld, was ich auf den Banken gelagert habe, das war bis jetzt eigentlich immer so. Weil man kommt ja eigentlich ziemlich schnell an ziemlich neues Geld oder viel Geld mit Autoverkauf und Fahrzeugverkauf und was weiß ich nicht. Dafür müsste ich jetzt erstmal, wie gesagt, nur einen blöden Wagenheber finden. Dann könnten wir nämlich schon mal das Quad fertig machen. Oder Riss oder wie auch immer das Ding jetzt heißen soll. Mag, ist mir real. So, hier ist auch kein Wagenheber. Einzige, was wir gleich noch machen könnten, wäre die Fahrzeuge da am Zaun entlang zu durchsuchen. Hier ist auch nichts, ey. Das ist so ein... Na toll, ein Schloss haben wir zumindest schon wieder. Also ich will mich ja nicht beschweren, ne? Schlösser haben wir mittlerweile ziemlich viele. Okay, die gehören zusammen. Und was mir auch fehlt, ist ein Benzinkanister. Ja, da hätten wir eine vernünftige Arbeitshose, aber die bringt mich jetzt auch nicht weiter. Müssen wieder zurücklaufen und gucken, dass wir hinten am Zaun. Gucken, dass wir die Fahrzeuge irgendwie looten. Es ist echt zum Mäusemelken, dass wir hier... keinen Wagen hier befinden. Mann, Mann, Mann. Ja, hier so zwischen steht manchmal halt auch ein Auto, ne? Für alle, die es noch nicht so genau wissen. Aber hier so auf dem Platz, wenn er Glück hat, kann auch schon mal ein Auto spawnen. Und eigentlich suche ich ja jetzt echt nur noch einen blöden kleinen Wagenheber. Und dann hoffe ich, dass wir den noch irgendwie mitkriegen. Sonst haben wir das nächste Problem. Irgendwas wird dann definitiv rausfliegen und hier bleiben. Oder ich muss umräumen. Na, ja, das läuft. Trägt noch mal zwei Schlösser. Also ich glaube, Schlösser habe ich jetzt mehr als genug eigentlich. Voll geil, keine Ahnung, warum da jetzt ein Leica steht. Noch ein Schloss. Jetzt. So, wir hauen da das Ding jetzt mal rein. Das Ding hauen wir da rein. Dann brauche ich 1, 2, 3 Leica-Reifen. Und die standen da eben. Oh Gott.
Ne, ich glaube, das ist Volkswagen, ne? Ach, scheiß Dreck hier. Voll geil. Och Mann, ey. Wir könnten aber auch nochmal kurz da hinten in die Ecke gucken gehen. Da steht ja manchmal auch ein Auto. Ich glaube aber jetzt nicht. Aber dass da ein Auto steht, wo es jetzt steht, ist mir auch neu. So, es wäre halt fein gewesen. Geil, Schraubendreher, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Es wäre auf jeden Fall geil gewesen, den Leica da irgendwie fertig zu kriegen. Mit dem dann erstmal die anderen Sachen zu erledigen. Aber mir fiel gerade auf, dem fehlt ja auch eine Batterie. Den Leica erstmal zum Händler zu bringen und zu verkloppen irgendwie. Wenn wir den mal Leica-Reifen finden würden und endlich mal einen beknackten Wagenheber hier. Mein J. So. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Und vor allem das Problem ist, ich habe jetzt so viele Fahrzeuge anscheinend oder schon geclaimt. Und sagt, nächstes Schloss. So viele Fahrzeuge schon geclaimt, ich habe Angst, dass ich gar nicht mehr alle wiederfinde. Hier im Auto fest. So. Und noch ein Schloss. Juhu. Ich glaube, Schlösser sind jetzt mein kleinstes Problem. Schlimmstes Problem und Albtraum, Albtraum, ja doch, Albtraum ist gerade der blöde Wagenheber. So, jetzt aber komm irgendwo hier, ich glaub's im Urin, irgendwo hier muss da ein Wagenheber sein. Weil es würde mir auch nichts bringen, wenn ich jetzt da irgendwie Leica-Reifen finde und krieg keinen Wagenheber, ne, das ist... genauso blöd. Das ist logisch so dann. Uah, Autoradio. Uah. Ich hab's erste Autoradio gefunden. So, nächste. Nein, anziehen. So. Ja, das ist gerade echt zum Fluchen hier. So. Dann jetzt hier hoch. Jetzt, dann gibt es ja hier noch ein paar Reihenautos. Echt jetzt? Sagt euch, wie es ist. Ich habe gleich das ganze Tischchen voller Schlösser. Aber immer noch kein Wagenheber oder so.
Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das nächste Schloss, ey, das ist jetzt echt nicht mehr euer Ernst. Und da kommt der Monsieur. Na, kommen Sie her zu mir. Aua, ey, sag mal. Ist denn bei dem falsch? So. Was ist? Ich verzweifle gleich hier ernsthaft. Ja, hervorragend. Nächste Schloss. Ich weiß nicht, wie viele Schlösser ich jetzt hier schon gefunden habe. Dafür, dass ich eigentlich gar keins besucht habe, viel zu viele. Ja, natürlich, Mann. So. Reparatur. Oh Leute, das ist echt jetzt schon. Mobbing hier vom Game. Mann. Und das nächste Schloss. Oh Gott, ey, das ist echt jetzt nicht mehr euer Ernst, oder? Läuft alles total bescheiden. Na, da ist noch ein Quadreifen, das ist doch auch schick. Oder auch nicht. Das ist. Das kann es doch nicht sein. Guckt euch das an, was wir hier an Volkswagen und Raider-Reifen haben. Aber irgendwie nicht wirklich Leica. Na. Warte mal, wir hatten doch gerade irgendwo. Ich muss noch mal gucken. Irgendwo hatten wir doch hier gerade die Werkzeugkiste. Da. Den. Jetzt muss ich kurz gucken. Können wir hier das Schwert craften? Wo haben die das denn schon wieder versteckt? Hier vielleicht? Nein. Bin ich jetzt Banane oder kann man gar keine Schwerter mehr herstellen? Kochen, ne, kochen ist falsch. Blödsinn. So, ganz viel Munition. Metallpfeile mit Springspitze. Springstoffpfeil. Sprengstoffbolzen. Ah doch, hier ist es doch. Wir brauchen Seil, 12 Stück. 12 Seil. Oh, guck mal, hier ist doch. Wir klopfen uns jetzt hier immer mal der Ding weg. So, na toll. Das haut dann auch wieder nicht hin, weil wir nämlich nur 10 Seile kriegen oder so. So, herstellen. So. Toll, jetzt brauchen wir nochmal Seil. Hm.
Ich bin schon so voll am Verzweifeln hier. Weil wir das blöde Teil nicht hinkriegen. Weil wir den Wagenheber nicht finden. Weil wir keinen Wagenheber finden. Also was auch man. Improvisiert mit Metallspeer. Okay, nee, will ich aber auch nicht. So. Dann hierher nochmal zurück. Da ist das Teil. So, dann haben wir jetzt das Ding hier hin. Wahrscheinlich ist das jetzt ein total verrottetes Schwert. Ja, obwohl 75% nur geht eigentlich. So, das Ding hier raus. Ja, ich weiß jetzt halt tatsächlich gerade nicht mehr, was ich noch machen soll. Wir finden einfach keinen Wagen hierbei. Das ist, glaube ich, gerade das schlimmste Problem. Das andere Problem, was ich hier gerade habe, okay, seit wann das geht, weiß ich auch noch nicht. Das andere Problem ist, das ist ein Rager. Beifahrersitz. So, ich muss jetzt nochmal gucken bei dem Auto. Der braucht natürlich auch eine Batterie, sehe ich gerade, ja. Aber das Thema hatten wir eben schon mal so. Wir haben die zwei Reifen drin und das war's. Dann haben wir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 Schlösser, glaube ich, hier gefunden. Das ist auch schon wieder voll hot. So. Ja, ich sage, das Schlimme ist ja nicht nur, dass du hier keine Reifen findest. Ich finde ja gerade auch keinen Wagen hier war. Achso, ne, hier waren wir gerade schon. Das war den, den wir schon hatten. So. Hier jetzt einfach mal Hallo. Oh, oh Mann. Also ich war der Meinung, man kommt da mal irgendwie hoch. Aber irgendwie. Achso. Dann hier hoch. Das ist das, ja, ich wollte gerade sagen, das ist das, wo ich eben schon reingehüpft bin. Und statt drüber zu hüpfen, hüpfe ich genau wieder rein. Es ist auch wieder voll lustig. So. Jetzt hier hoch, zack ich. So. Oh. So, wir hätten jetzt hier auf jeden Fall die schönen Teile für den Rager. Gar nicht, wie groß ist denn der Mist hier? Scheint ein größeres Teil zu sein, oder? Okay. Dann einmal hier hoch, bitte. Guck mal, hier ist doch in die Hände nehmen. Nein, das ist blöd. Oh Mann. Lass ich das Schwert hier liegen oder was? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich jetzt mal kurz machen. Natürlich, jetzt wo ich das Schwert liegen lasse, kommt natürlich nur ein Zombie. Echt jetzt? Hau ihn um. So. Schwert, Schwert, Schwert. So, ich glaube. Also Dreamy, falls du das hier irgendwann siehst, die Tage. Die Autos werden alle wieder freigegeben oder schnell verkauft. Ich brauche nicht nur einen Wagenheber und Lagerplatz irgendwie. Will mich das Spiel ärgern. So. Ich will die Autos nicht behalten.
sobald ich einen Wagenheber finde, löst sich das alles auf. Oh, hallo? Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Warte mal, ne? Es ist echt jetzt nicht mehr lustig. So. Dann gucken wir hier nochmal lang. Hatten wir hier noch einen? Ne, oder? Ne, 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 ne. Das ist echt nicht mehr lustig. Ernsthaft nicht. So, wir gucken. Hier gibt es auch noch irgendwo Autos an der Seite. Gucken wir hier rein. Ich habe jetzt auch gerade echt keine Ahnung mehr, was ich jetzt noch machen soll. Wenn wir jetzt die nächsten Tage keinen Wagenheber finden. Weil ich kann ja jetzt nicht nur die ganze Zeit hier immer nur einen Schrottplatz absuchen. Und mich dann ausloggen, weil nichts da ist und dann wieder irgendwann rein oder so. Also das möchte ich natürlich auch nicht. Das heißt, jo, wir pendeln wahrscheinlich jetzt im Moment zwischen Schrottplatz und Tanke hin und her. In der Hoffnung, dass wir irgendwo dann einen Wagenheber finden oder sowas. Ja, das ist. Nicht das Gelbe vom Ei. Wir könnten aber auch die Ziegelei da hinten mal ein bisschen besser unter die Lupe nehmen, die Tage. Vielleicht haben wir Glück und da ist irgendwo was. So, kaputt. Oh, halt, Zombie. Da. Rede mich lead, my friend, aber ich musste dich kaputt machen. So. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ups, nein, das ist falsch. Nein, ich will keinen Selbstmord begehen. So. Ja, was soll ich euch sagen, meine lieben Freunde? Wir haben immer noch keinen Wagenheber. Ich glaube, wir werden heute auch keinen mehr finden. Wir könnten allerdings jetzt mal, warte. Hier, die hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon, okay. Dann könnte man, ja, die Halle hat eh nichts, das ist Blödsinn, da reinzugehen. Aber ich glaube, hier auf der Seite stehen noch ein paar Eutekes, die man vielleicht durchsuchen könnte. Hat man den schon? Nein, noch nicht. Die hatten wir schon, den hatten wir schon. Ich finde es auf dem ganzen Schrottplatz keinen einzigen Wagenheber. Das ist aber dafür noch ein Schloss, warum auch nicht? Da ist nichts. Kisten, da ist nichts. Da ist nur Öl. Ist ja nichts. Ein Schraubendreher immerhin. Okay. Ja, vielleicht sollten wir. Ich weiß einfach nicht mehr. Irgendwas müssen wir machen. Großen Rucksack nicht gefunden, keinen Wagenheber gefunden, irgendwie dafür jede Menge Schlösser. Also über die Schlösser kann ich mich definitiv nicht beklagen.
Werde ich auch nicht so. Weiter geht's. Hier sind noch ein paar Kisten. Ein Kühlschrank, natürlich, den habe ich jetzt gesucht. Nein, natürlich nicht, aber... Okay, einen kiesbeladenen... So. Kann bitte einer von diesen blöden LKWs jetzt mal einen Wagenheber haben? Ansonsten müssten wir vielleicht sogar wirklich mal zum Händler jumpen und beim Händler gucken, dass wir einen Wagenheber haben. Aber das Problem ist, ich weiß das jetzt schon, sobald wir beim Händler sind und einen Wagenheber gekauft haben, finden wir auch ganz viele Wagenheber. Also mit den Wagenhebern, wie gesagt, haben wir definitiv kein Glück. Den hatten wir schon, ne? Was ist mit dem? Den hatten wir noch nicht. So. Wir haben natürlich auch keinen Pfeil und Bogen mehr bei, um Zombies jetzt leicht zu erschießen. Also müssen wir hinlaufen. Oh my fucking Gott hier. Es ist kein Angeber in Sicht. Das kann nicht sein, echt nicht. Wir haben ja oben noch nicht alles durchsucht. Wir haben die Räume hier einfach nicht. Weil ich mir gedacht habe, wir finden schon sowas. Aber nein, dann durchsuchen wir jetzt halt auch die Räume. Los, mach auf hier. Was hat man durchsucht? Auf hier. Ah, ich glaube, hier ist aber definitiv kein Wagenheber drin. Mann. Ja. Eine Kettensäge. Nein. Ich will nicht die Kettensäge. Das in die Hände. So. Kettensäge wäre zwar schön, oh Gott, für die Basebau und so, genau wie die Axt, aber es sind eigentlich Sachen, die ich jetzt gar nicht gebrauchen kann. So, wir hatten irgendwo Magazin für 9 mm Patronen, dann nehmen wir die natürlich direkt mit. Einen Akku nehmen wir auch mit. Ich bin gleich wieder sowas von überfüllt und weiß nicht mehr wohin mit irgendwas. Wie gesagt, ein Wagenheber wäre jetzt der Jackpot gewesen, weil dann hätten wir schon mal, ups, vieles ändern können, anfangen können und ja, es will einfach nicht. Dann müssen wir proben. So, warte mal, ich muss gerade mal gucken. Hatten wir eben, hier waren noch auch Fahrzeuge, hatten wir die LKWs eben schon geprüft? Ich glaube nicht, oder? Natürlich nicht. Und wenn da jetzt irgendwo ein Wagen hier wo drin ist, so beim allerletzten, also ich glaube, dann fange ich an zu fluchen hier. So, natürlich auch nicht. Aber ganz viel Schrott haben die LKWs bei sich. Den hatten wir schon, okay. Den hier auch.
Bagger. Warum habe ich Trottel nicht vorhin? Ich weiß nicht, wo war denn das? Das heißt vorhin nicht. Ich glaube, das war sogar letzte Folge bei der Psychiatrie da oben oder so, ne? Wo wir einen Wagen hier warten, wo ich mir dachte, ja, der ist kaputt, den lassen wir liegen. Wir finden am Schrottplatz eh noch einen Eisel. Hätten wir den mal besser mitgenommen. Ich hasse es. Ich hasse es tatsächlich, ey. Mann, 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 so. Wir hauen jetzt hier, oder so. Ah, jetzt geht's. Wir hauen jetzt hier einfach mal ein Schloss rein. Obwohl, warte mal, wir können ja, guck mal, drei Stücke mal reinkloppen. Dann nehmen wir das wieder raus. Hä? Nee, das geht gar nicht mehr. Okay. Schade. Man kann die Schlösser nicht mehr auf 100% bringen. Das ist schlecht. Oder mit... Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, wir sind ja schon bei einer Stunde und zwei schon wieder. Machen wir für heute Feierabend. Ich hoffe, morgen Mittwoch wird es dann was besser und wir finden endlich einen Wagenheber. Ja, und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch schönen Nachmittag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen da. Und für den Algorithmus natürlich und so. Und wäre natürlich schön, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir ein Abo da lasst und bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich erstmal ciao, der Falli.